So, Porto gegen Atletico Madrid. Atletico Madrid. So, also die zwei, nachdem es die anderen ein bisschen verkackt haben, haben jetzt noch die Chance, den Aufstieg zu schaffen. Da hat aber Porto Was mache ich da, Alter? Alter? mehr Vorteil. Denn Porto hat schon 4 Punkte, Atletico hält nur bei einem Punkt. Das heißt, für Atletico heißt es ein Sieg, nachdem die Differenz auch gleich ist. Zudem spielt Porto um den Abstieg. Also müssen sie sich auch ranhalten. So, Atletico oder Porto? Das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass der um einen Abstieg mitspielt. Also eigentlich spielen beide noch um einen Abstieg mit. Dass die auch aufsteigen können. Nein, Porto. Porto spielt echt um einen Abstieg mit. Ja, ich habe mit den anderen auch mehr Punkte als vier. Oh. Das ist ein Wahnsinn, dass aber trotzdem aber das beide noch aufsteigen können. Ja, in der Gruppe war ich am Anfang sehr ausgeglichen, was ich sehe, 3 Punkte die, 3 Punkte die, dort 3 Punkte. Ja, Porto wäre meine Jugendmannschaft auch für nächstes Turnier gewesen. Siehst du, die habe ich noch nicht bekannt gegeben. Wenn es Porto nicht schafft, muss ich mir was überlegen. Das war dann ein bisschen blöd sogar. Schon sehr stark. Lionel Messi? Was? Ah, draußen schreit das gerade ein Kind. Hallo Lionel! Die Messi? Oha, so früh schon. Ah, okay. Nein, ich wollte nur was schon. Nein! Bam! Alter! Glücklich und schön übernommen. Abu Bakr. So ein Fucker. Alter! Stark, Tennis. Porto würde mich echt ärgern, wenn die jetzt absteigen. Das Kostüm mich Atletico ärgern. So gut, ja, die steigen ja nicht ab.
geplatzt. Naja, jetzt müssen sie ja 18 Tore kriegen, oder? Ja, das ist also eine Tordifferenz von was ich weiß. Spielt Sociedad nicht noch? Nein! Wichser! Spielen die nicht mehr? Nein. Okay. Alter. Aber Papota habe ich gut gewirtschaftet auch. Boah. Nein. Stark. Nein. Aber so wird es auch budgetmäßig wehtun. Ja. Dass die weg sind. Die sind weit vor jeden anderen, kann ich sagen. Also, ich glaube, es gibt keinen Spieler, den ich mir nicht kaufen könnte mit dem. Ah, ist das so, wo du die Legende transferiert hast? Nein. Ich habe noch nie eine Legende gespielt. Ah, okay. Nein, einfach so. Was ja. Ich habe die ja schon quasi als Akademie verwendet, seitdem wir FIFA spielen. Ah, war das das, wo du dich rechtfertigen musstest, wenn wir den Film wechseln? Ja. Was sehen, nachdem ich nur Transfers gemacht habe, bis, ich glaube, mein teuerster war da 30 Millionen oder so. Hat sich das auch gut angesammelt immer. Stark. Aber jetzt. Das heißt, sie brauchen eigentlich auch die 3 Punkte, oder? Oder reicht der Unterschied? Ja, ein Punkt wird reichen. Für ah, ja. Gott. Weißt du was? Eigentlich komisch, wa? Hm? Stell dir vor, 4 Punkte reichen ja jetzt zum Aufstieg, ja, jetzt. Und die würden mir trotzdem absteigen dann am Ende des Turniers, wie bitter wäre das, obwohl sie aufgestiegen sind. Wie meinst du das Absteigen? Naja, theoretisch könnten sie absteigen mit 4 Punkten. Ah, okay. Was so? Also ist doch nicht fix, dann. Was? Ja, wenn sie verlieren, ist fix. Aber ich meinte nur, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Marseille einen Punkt mehr gemacht hätte, dann könnten sie weiterkommen. Und aber trotzdem absteigen. Mhm. Das heißt, sie sind noch nicht fix durch. Nein, nein, die zwei spielen ja um den Aufstieg. Nein, ich meine jetzt Marseille. Oh. Scheiße. Nein, Marseille ist nicht fix durch. Abubakar! Auf Pedro! Ich weiß nicht, ob ich dann Porto nochmal nehme, weißt du was, Mann? Mhm. Ich habe die eben nur als Jugendmannschaft gehabt, die ganze Zeit. Und wenn ich es jetzt nochmal nehme, dann muss ich sie komplett aufbauen. Dann könnte ich gleich eine andere Mannschaft aufbauen. Lass das Budget einfach sprengen. Ja, vom Budget ist dann natürlich gut. Wir haben alle was davon. Oder ich kaufe mal irgendeinen Spieler. Überteuert. Und 305 Millionen. Wettbewerbsverzerrung. Ja, aber so hat dann nur eine Mannschaft das Budget quasi. Alter? Da hätten wir ja was davon. Ja, aber so hättest du auch was davon. Ich? Wieso ich? Na, wenn ich Neymar kaufe. Neymar spielt nicht bei mir. Ach so, so meinst du das. Alter.
Alter. Was? Stark. Was? Alter. Wichser. Griezmann zum Zweiten. Du kaufst überteuert einen Spieler, der in der nächsten Saison nicht spielt. Naja, dann werden sie wieder einsteigen zum Aufbauen. Ach so. Schon habe ich das gemeint. Weil Jugendmannschaft kann ich sie da nicht mehr verwenden. Wenn sie einmal abgestiegen außer, sind, kann man nicht, ne? Naja, außer nächstes Jahr steigt man eine neue Jugendmannschaft ab. Aber man kann sie ja nicht ändern. Einfach so. Naja, wenn sie abgestiegen. Achso, so meinst du das, wenn sie. Man kann sie nicht ändern, solange sie nicht abgestiegen ist. Ja. Ich glaube überhaupt, dass ich da kein Händchen mehr haben werde dafür. Warum? Scheiße. Eine Jugendmannschaft zu machen. Warum nicht? Sehr einfach. Naja, einfach Spieler kaufen, die man ausprobieren will. Alter. Wie lange gibst du noch Vorteil, Alter? Da weiß ich eben noch nicht, wem ich nehmen soll. Nein. Aber du hast noch nicht mal einen ausgesucht. Nein. Alter. Ja, wenn Porto absteigt, habe ich schon eine, aber wäre nicht so in der Plan gewesen. Und überall, ja. Spielen. Bitte? Du wolltest so sagen, überall spielen. Überall spielen eigentlich Spieler, wo ich nicht möchte, dass die durch einen Blödsinn absteigen, weißt? Durch Ausprobieren. Naja, das tun sie sowieso, ich weiß eh, aber. Na, vor allem, die könntest du dann woanders hinholen. War da Gulli? Warte, was war das jetzt? Gott sei Dank, hast du geschossen. Okay. Ich habe jetzt voll nicht auf den Gulli geschaut. Komplett black aus auf dem Gulli. Was war jetzt, Alter? Das habe ich nicht gesehen. Nice. 5 Meter neben dort gestanden, oder? Okay. Hast du am Elferpunkt fast gestanden? Puh. Aber es war ein schöner Kopfball, bist du kaputt. Oh!
Ich glaube, ein paar habe ich mal schon rausgesucht, das sind aber eher schwächere Mannschaften. Sage ich mal. Ja, Porto war jetzt auch keine starke Mannschaft. Gut, bei dir ist jede Mannschaft stark, finde ich. Naja. Es sollte ja eine schwache sein, weil wäre ja blöd, wenn du eine starke, sag ich, komplett umbaust. Stimmt. Oder? Wo man mir überlegt, ich mache zwei, also so wie jetzt Porto und die andere, und die wechseln sich halt dann immer ab. Mit der anderen tue ich halt auch ausprobieren, dann zum Beispiel mit Porto nächstes Mal, aber halt nicht so intensiv, oder ich hole mir dann teurere Spieler, die ich ausprobieren will. Gut, man kann ja nur eine Ausbildungsmannschaft haben, oder? Ja, offiziell. Ach so, meinst du? Aber ich kann selber dann die Ausprobieren. teuren Spiele zum Beispiel holen dorthin, die ich vorher nicht testen konnte, weil ich keine Ja. teuren holen darf. Aber stimmt, das mit Austesten, das hat eigentlich was für sich. Weil ich habe ein paar Spielern, die so von der Stärke her schwächer sind, bis jetzt nicht gut, weil ich mir dachte, nein, die können nicht unterstützen. Ja, schau dir an, wie viele Porto ich schon geholt habe. Wie viele Spiele ich von Porto schon wieder wegtransferiert habe. Kann ich vorher nach dem Spiel sagen. Zur Bank. Gott sei Dank. Na gut, tut mir leid für Porto. Mir auch irgendwie. Atletico ist damit weiter. Sehr unglaublich. Letzte Runde hätten, glaube ich, 4 Punkte nicht gereicht. Letzte Zähl. Wie machst du das jetzt? Fürs Weiterkommen. Ja, auch in den anderen Gruppen hat es nicht gereicht. Ah, okay. Das ist die einzige Gruppe, wo es jetzt gereicht hat. Die andere hat 6 Punkte und die andere hat auch 6 Punkte. Und jetzt die halt bei 5 Punkten.